Rückblick. Am 10. März richteten die vier Nordthüringer Kreisverbände der Mittelstandsvereinigung der Union das traditionelle Schlachteessen aus. Gäste aus der Mongolei und der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Unionsbundestagsfraktion Ralf Brinkhaus waren die Ehrengäste. Die Kulisse in Birkungen, eine vollbesetzte Halle. Und in Berlin will ein Kanzlerkandidat wie Schulz wichtige Reformen zurückdrehen. Deshalb ist es im September wichtig, die richtige Wahl zu treffen und Nachbarn und Freunde und Bekannte aufzufordern, zur Wahl zu gehen. Deshalb unterstützen wir hier im Einzelfall Manfred Kroll. Ich weiß gar nicht, ob Sie wissen, was für einen tollen Abgeordneten Sie haben, weil Manfred Brunn ist nicht nur ein unglaublich humorvoller, netter, lieber Freund in der Fraktion, der auch in ganz dunklen Stunden in der Lage ist, mal einen Spruch rauszuhauen, wo man dann irgendwo wieder lachen kann, sondern der ist auch innerhalb der Fraktion total wichtig. Er ist parlamentarischer Geschäftsführer und zwar schon so lange, dass man sich gar nicht mehr erinnern kann, dass das nicht mehr war. Und diese parlamentarischen Geschäftsführer, die wir haben, das sind unsere Bordingenieure. Das heißt, die sorgen dafür, dass der Laden läuft und dass das alles irgendwie auch so richtig passiert. Und ohne unsere PGFs, so nennen wir die, dann wären wir alle gar nichts. Und er nimmt sich daneben noch die Zeit und ist ein ganz engagierter Außenpolitiker, wie wir heute sehen. Er hat unglaublich gute Verbindungen nach Zentralasien, aber ich glaube auch zu allen Ländern in der Richtung und kennt er auch alle und jeden. Und das ist ganz klasse. Und wenn so ein erfahrener Kollege, so ein lieber, netter Kollege, so ein wichtiger Kollege ruft, dann kommt man auch gerne. Ich bin auch deswegen gerne da, weil die MET, die das hier heute veranstaltet, eine ganz wichtige Vereinigung innerhalb der Union ist. Wir reden momentan ganz, ganz viel in Deutschland über das Verteilen und sehr wenig über das Erwirtschaften. Wir reden ganz viel über die soziale Marktwirtschaft, aber jetzt auch gerade in den letzten Wochen wieder mehr über das Thema Soziale und weniger über das Thema Marktwirtschaft. Und das halte ich für falsch. Und deswegen, liebe METler, ihr müsst da die Fahne so ein bisschen hochhalten. Die CDU und die Politik, die lebt immer von den Flügeln. Ihr seid ein Flügel und deswegen glaubt es jetzt auch darauf an, dass die MET kämpft. Sie erinnern sich noch an das Jahr 2009. Wir hatten gerade die schwerste Wirtschaftskrise nach der Wiedervereinigung. Wir hatten ganz, ganz viele Kurzarbeiter. Wir hatten bei mir in Ostwestfalen-Lippe, wo ich herkomme, ich weiß nicht, wie es hier im Eisfeld war, Unternehmen, die hatten seit einem Jahr keinen Auftrag mehr gekriegt, die wussten nicht mehr ein noch mal aus. Und der ehemalige, damalige Finanzminister Per Steinbrück, der hat uns noch einen Haushalt hinterlassen, da stand drin 80 Milliarden Euro Schulden. Und ich glaube, wenn uns damals jemand einen Zettel hingelegt hätte und gesagt hätte, 8 Jahre später, Rekordbeschäftigung, Halbierung der Arbeitslosigkeit, zwar von 2005, geringste Jugendarbeitslosigkeit in Europa, 4-mal hintereinander einen ausgeglichenen Haushalt, was wir seit Ende der 60er Jahre in der Bundesrepublik nicht mehr gehabt haben. Und wenn uns dann noch jemand gesagt hätte, und im Übrigen, im Rest der Welt sieht das überhaupt nicht so gut aus, und ihr seid eigentlich diejenigen, die nicht nur Europa stabilisiert, sondern die New York Times wird titeln, Deutschland letzte Führungsmacht in der freien Welt. Und wenn man uns einen Zettel hingelegt hätte und gesagt hätte, wollt ihr das, dann müsst ihr hier unterschreiben. Ich glaube mal, dann hätten wir das alle unterschrieben. Nicht, dass die Welt verrückt geworden ist, das ist schlimm, aber dass es uns so gut geht in Deutschland. Reale Lohnerhöhung und die Rentner von Ihnen haben nach langen Jahren der Abstinenz auch noch mal ein bisschen Schluck aus der Kohle nehmen können. Wir hätten es alle unterschrieben und hätten gesagt, super, das ist ein Ergebnis von 8 Jahren Politik. Und heute, wenn man die Zeitungen aufschlägt, wenn man in die Medien hineinguckt, ist das alles irgendwie nichts mehr wert. Ist das alles irgendwie ganz schrecklich und schlimm in Deutschland. Und ich denke mal, das sollte man immer machen. Man sollte immer gucken, wo man herkommt, um das zu beurteilen, wo man tatsächlich ist. Jetzt werden Sie aber sagen, Mensch, Herr Brinkhaus, das ist ja alles ganz gut und schön, was Sie erzählt haben mit der Arbeitslosigkeit, mit der Beschäftigung, mit den Steuereinnahmen, mit den ausgeglichenen Haushalten. Ich könnte jetzt nur sagen, dass die Lebenserwartung gestiegen ist, die medizinische Versorgung gut ist. Aber wenn ich bei mir im Kegelclub gucke oder in der Nachbarschaft oder im Sportverein, dann sind die Menschen unzufrieden. Und das stimmt auch. Jetzt gibt es mehrere Theorien, warum die Menschen unzufrieden sind. Die einen sagen, weil es in diesem Land ungerecht zugeht. Ist vielleicht auch so für einige, dass es ungerecht zugeht. Und da müssen wir auch dran arbeiten. Die anderen, die sagen, das liegt daran, weil so viele Migranten gekommen sind. Ist vielleicht auch so, dass das etwas viel war. Die Dritten sagen, weil die Welt so schon schnell und komplex geworden ist,
weil jeden Tag in den Nachrichten neue schreckliche Dinge passieren und man das alles überhaupt nicht mehr versteht. Und wahrscheinlich ist alles irgendwie so ein bisschen richtig und die Tatsache hat dazu geführt, dass die Menschen sehr beunruhigt sind. Dass sie die Zukunft nicht mehr als Chance sehen, sondern die Zukunft auch als Bedrohung betrachten. Und da gibt es, meine Damen und Herren, zwei Antworten darauf, auf diese Frage. Die eine Antwort ist die Antwort, die den Populisten und leider mittlerweile auch einige anderen Parteien geben. Die Populisten kennen Sie alle, das sind die Trumps, das sind die Leute, die das momentan in Polen machen, das ist Frau Le Pen, das ist Herr Wilders und das sind viele andere. Und diese Populisten, die haben alle eins gemeinsam. Übrigens, das ist völlig egal, ob die links oder rechts sind. Die sagen am Ende des Tages das Gleiche, die Linken und die Rechten. Und diese Populisten, die wissen es erstmal immer total genau. Die wissen ganz genau, was richtig ist. Manchmal bei uns ist das so, wenn wir eine Entscheidung treffen, dann zweifeln wir, dann wägen wir ab. Und manchmal treffen wir eine Entscheidung, wo wir abends dann ins Bett gehen und denken, Mensch, war das richtig. Aber das ist bei den Populisten nicht da. Die zweifeln nie. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, Populisten bauen immer Feindbilder auf. Das ist der Euro, das sind die Migranten, das sind die Mexikaner, das sind jetzt ganz aktuell wieder die Reichen, die Unternehmer, die angeblich sich viel in die Tasche hineinhauen. Das ist das Zweite. Sie bauen immer irgendwelche Feindbilder auf. Und deswegen, meine Damen und Herren, müssen wir als Union eine andere Antwort geben. Und genau diese Antwort, die müssen wir jetzt, 27 Jahre nach der Wiedervereinigung, wiedergeben. Wir müssen sagen, wir haben eine neue Welt. Die verändert sich, die wird sich anders. Aber diese neue Welt, die sehen wir nicht als Bedrohung an, sondern diese neue Welt, die sehen wir als Chance an. Und wir wollen diese Welt gestalten. Und das muss unsere Antwort sein, meine Damen und Herren. Ich möchte Ihnen ganz kurz einige Punkte als Gedanken für das Essen mit auf den Weg geben, was wir denn tun können. Und da spielt die Wirtschaft eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Die Wirtschaft ist der Anker von ganz vielen und deswegen ist es gut, dass wir hier heute bei der MET sitzen. Weil keiner weiß das besser als Sie in Thüringen, wie wichtig und wie entscheidend es ist, dass die Wirtschaft läuft, wie wichtig es für die Zufriedenheit der Menschen ist, dass sie gut bezahlte Arbeitsplätze haben, dass sie überhaupt Arbeitsplätze haben. Und deswegen müssen wir uns als erstes darum kümmern, dass die Wirtschaft vernünftig läuft. Das ist der Anker. Das ist das Wichtige. Und damit die Wirtschaft vernünftig läuft, brauchen wir zwei Dinge. Zwei Zus. Das eine ist erstmal, und das haben wir mittlerweile auch vergessen, Zutrauen. Wir müssen den Menschen wieder etwas zutrauen. Das haben wir völlig vergessen, leider auch in der Großen Koalition. Wir versuchen alles immer vorzuschreiben und alles zu regeln. Und da, wo wir als Union nicht mehr dabei sind, und das erleben Sie momentan auch in Thüringen, ich erlebe das in Nordrhein-Westfalen schon ganz lange, Rot-Grün traut den Menschen gar nichts zu. Die schreiben alles vor, die versuchen alles zu regeln. Die versuchen jegliche Eigeninitiative, jegliche eigene Entscheidung, und Sie haben es gerade angesprochen, zum Beispiel auf kommunaler Ebene zu ersticken, weil Sie glauben, dass die Menschen nicht klug genug sind, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Und da müssen wir raus. Wir müssen sagen, wir trauen den Menschen wieder zu, eigene Entscheidungen zu treffen. Wir brauchen nicht so viele Regeln. Menschen können Fehler machen, Menschen dürfen Fehler machen, denn nur so kann wirtschaftliche Entwicklung laufen. Und viele von Ihnen, die hier sitzen, haben eigene Betriebe aufgemacht und wissen, wie das ist. Denn Arbeitsplätze, und das ist doch der große Irrtum, Arbeitsplätze, die werden doch nicht geschaffen vom Staat. Arbeitsplätze werden immer von den Menschen geschaffen, von Unternehmerinnen und Unternehmern und von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die was Vernünftiges machen, die eigene Entscheidung treffen. Meine Damen und Herren, ich möchte schließen vielleicht mit folgender Bemerkung. Wir sind eine Partei, und du hast das auch auf deiner rechten Seite gestehen, mit christlicher Verantwortung. Wer dann oft gefragt, was heißt das denn? Dann sage ich, wir als CDU wissen, dass wir all unser politisches Handeln rechtfertigen müssen für jemanden, der höher ist als wir. Wir wissen aber auch, dass derjenige uns behütet und leitet. Und deswegen sind wir unglaublich zuversichtlich und schauen optimistisch in die Zukunft. Und deswegen nennen wir uns christlich. Wir sind aber auch eine Partei, die wie keine andere Partei in Deutschland für diese parlamentarische Demokratie gekämpft hat. Und auch weiterhin kämpfen wird, egal was kommt. Deswegen nennen wir uns demokratisch. Wir sind die Partei, die dieses Land zusammenhält. Deswegen nennen wir uns die Union. Und deswegen sind wir die CDU, die christlich-demokratische Union. Und so gehen wir dieses Jahr im Wahlkampf. Dankeschön.